Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus Garmisch-Partenkirchen. Wir stehen hier in der Baureihe 120 und fahren heute einen Intercity in einem Quick-Drive-Szenario. Machen wir Lichter an. Wir stehen hier in der 120 110-2 im Bahnhof von Garmisch-Partenkirchen. Können so ein bisschen hier umgucken. Hier die Berge, etwas kahl. Wir fahren in einen sommerlichen Sonnenuntergang rein. Dann würde ich sagen, machen wir einmal die Türen auf. Dazu einmal die Taste T gedrückt halten. Okay, und dann steigen wir mal ein hier an unseren Arbeitsplatz. Okay, so, dann würde ich sagen, Fahrtrichtungswender hier einmal in die Mittelstellung. Dann machen wir uns einmal Instrumentenbeleuchtung an und auch erstmal das Führerstandslicht. Genau. Dann einmal auf Steuerung Enter, damit wir die PZB aktiviert haben. Und auf Steuerung Plus für die LZB, auch wenn, glaube ich, auf der Strecke keine LZB verbaut ist. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Okay, dann haben wir, glaube ich, soweit alles. Dann können wir die Lokbremse lösen. Hier hinten ist, glaube ich, nichts zum Aufrüsten. Anscheinend haben wir keine Batteriespannung, aber das halte ich für ein Gerücht. 15 kV haben wir, sehr gut. Okay, Licht können wir, glaube ich, wieder ausmachen. Dann blicken wir einmal noch zum Bahnsteig runter. Na? Dann machen wir das einmal so. Die Türen sind zu. Dass der Zug nicht komplett an den Bahnsteig passt, das können wir jetzt mal getrost ignorieren. Und dann würde ich sagen, Signal steht auf Fahrt. Dann fahren wir mit 50 km/h aus. So, ich frage mich ehrlicherweise, mit welcher Taste ich die SIFA zurücksetzen kann. Es ist nicht die Taste Q. Vielleicht ist die SIFA auch einfach aus. Das wäre natürlich gut. So, mit 50 dürfen wir ausfahren. Befreit sind wir jetzt. Und wir haben heute einen einzigen Halt, nämlich in Tutzing. So, 50 sind erreicht. Okay, die SIFA scheint aus zu sein. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir können uns bald in die Wagen reinsetzen. Hier sehr schön, erste Klasse Abteilwagen. Können wir wechseln? Nein, wir sind nur in dem einen Abteil. Okay. Oh, wir sind, glaube ich, ein bisschen zu schnell, ne? Ah, ne, wir dürfen 100 schon fahren. So, 100 haben wir gleich erreicht. Nämlich jetzt. Dann schalten wir ab. Das ist auch übrigens für mich das erste Mal hier auf der Strecke. Ich bin nur einige ganz wenige Meter bisher auf der Strecke alleine gefahren. Und auch tatsächlich das erste Mal so richtig in der 120. Auch nur einmal ganz kurz vorher drin gewesen. Nur um zu gucken, wie die sich so fahren lässt.
Mehr aber auch nicht. Ich glaube, wir können die AfB vielleicht anmachen. Na? Genau, 100 haben wir jetzt eingestellt. Müssten wir jetzt die Geschwindigkeit halten. Ich glaube, ich mache mal die Instrumentenbeleuchtung aus, oder das sieht jetzt nicht besonders schön aus. Oder? Ja, ist okay. Lassen wir es an. Ja, Fenster und so lässt sich jetzt hier nicht aufmachen, aber naja. Das ist die Baureihe 120 von DTG. Die ist dabei im Add-on Stralsund-Sassnitz. Heißt also, die Strecke besitze ich auch und auf der werden wir auch demnächst irgendwann noch unterwegs sein. Das F3-Display sagt immer noch, dass wir 100 fahren dürfen. Okay. Ja, unser nächster Halt ist Tutzing und das Ganze in 60 Kilometern. Und da endet unsere Schicht. Kann ja auch mal hier auf die Karte drauf gucken. Also hier geht es dann nach Tutzing. Und von hier unten starten wir und dann geht es hier noch weiter. Das ist dann München. Hauptbahnhof. Es gibt auch eine überarbeitete Version von der Strecke. München-Garmisch Deluxe heißt sie dann, glaube ich. Allerdings wird dafür unter anderem die Strecke Konstanz-Villingen benötigt. Und die besitze ich noch nicht. Da warte ich noch auf einen Sale, bis ich mal die Strecke bekomme. Aber dementsprechend ist das hier noch praktisch die Rohversion von der Strecke. Ja, wobei gar nicht. Bei München-Garmisch... Ich bin mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher, ob das nicht sogar schon die überarbeitete Version ist oder nicht. Auf jeden Fall für die Inselbahn, für Stralsund-Sassnitz braucht man für die überarbeitete Strecke. So, einmal kurz runtergebremst. Auf die 60. So. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesehen, aber müsste eigentlich. So. Genau, also für Stralsund-Sassnitz braucht man in jedem Fall die Strecke Konstanz-Villingen. Da die überarbeitete Strecke zu haben. Habe ich mich jetzt nur verguckt mit der 60er Einschränkung? Ich sehe hier nichts im HUD. Naja, gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch auf die 100. Vielleicht galt das gar nicht für uns.
Das Coole ist ja, man kann hier einfach, wenn man auf Pause drückt, kann man dann. Huch. Na. Moment. Kann man einfach tatsächlich das Spiel anhalten. Das finde ich ist eine Funktion, die kann ruhig noch in den TSW auch noch mit hinein integriert werden. Na, das Signal ist mir im Weg. Ich hätte die Lok gerne hier. So. So vielleicht. Ein paar Screenshots hier mal machen, aufnehmen. Genug dessen. Zurück in den Führerstand, beziehungsweise wir können ja mal eine Vorbeifahrt machen. Komm schon. Schön hier, oder? Entlang der Voralpen müsste das hier, glaube ich, sein, ne? Oder sind das schon die Alpen? Ich glaube, das sind eher die Voralpen. So, da ist jetzt aber definitiv eine Einschränkung auf 60. Da fehlt allerdings der PZB-Magnet. Pourquoi? Warum ist das so? So, wenn ich jetzt nur wüsste, mit welcher Taste sich die AFB bedienen lässt. Jetzt muss ich das immer mit der Maus hier machen. Ja, sehr schön. Also die Strecke hätte ich super gerne im TSW, muss ich sagen. Hier mit den hohen Bergen. Nur dass die dann nicht hier wie im TS so kahl aussehen, aufgrund der entsprechenden Distanz, die wir hier haben, sondern richtig schön bewaldet. Am Moment, das ist allerdings so. Ne, also die Strecke im TSW, das hätte schon so richtig was. So, 60 gelten weiterhin. Wir sind ein bisschen zu schnell. Ne? Ups. Falsche Taste. Vorbei an den Schafen. Und ab hier dann die 110, sobald wir mit dem ganzen Zug an der Tafel vorbei sind. Und hier sind wir am Bahnhof von Esch irgendwas. Eschenlohe.
So, dann müssten wir jetzt eigentlich auf die 110 wieder hoch. Dann dazu einmal die AFB hier einmal hoch und Leistung aufschalten. Und die 120 hätte ich auch gerne im TSW. Das ist doch so eine schöne Lok, oder? Also selbst hier im Train Simulator, selbst die DTG-Version ist eigentlich schon richtig gut. Was definitiv nicht Standard ist für DTG-Loks im Train Simulator. Die sind in der Regel für die Tonne. Aber die 120 finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Für DTG-Verhältnisse richtig gut. Aber klar, im TSW wäre sie natürlich tausendmal besser. Von der Qualität her. Also was ich auf jeden Fall an Strecken noch so im Petto hätte, wäre die Strecke Sassnitz-Stralsund. Das können wir mit der 120 oder mit der 112, 114, 143, einer von den dreien, machen. Ja, Frankfurt Highspeed und Karlsruhe-Mannheim ebenfalls. Und eventuell Hamburg-Hannover und München-Rosenheim. Aber das Problem ist nicht die Streckenvielfalt, die mir fehlt, sondern tatsächlich eher so die Vielfalt an qualitativ hochwertigen Loks, denn die einzigen wirklich in diesem Sinne fahrbaren Fahrzeuge, die ich habe aktuell, das ist die Baureihe 120, das ist die Baureihe 102, vielleicht die 143 von DTG, die könnte glaube ich auch noch ganz gut sein, und die 155 von DTG. Der Rest auf meiner Platte ist halt, naja, naja. Ich habe den ICE1 von GBE, der ist auch ganz interessant. 80. Eieiei, Moment. Wir sind zu schnell. Kann es sein, dass hier in Gänze die 1000 Hertz Magnete fehlen? Okay, ab hier dann die 120 wieder. Naja, naja. Ich verstehe gar nicht, warum mir die 1000 Hertz Magnete fehlen. Nicht 125, sondern 120. Das finde ich ganz cool, dass man hier praktisch erstmal die Geschwindigkeit einstellt. Dann sieht man hier digital, welche Geschwindigkeit man eingestellt hat. Und danach erst, wenn man im Grunde genommen dann den 80. Auch hier keine 1000 Hertz Beeinflussung. Also entweder liegt das hier an der Strecke oder ich habe tatsächlich irgendwas komplett bei irgendeiner Installation verhauen. Jetzt geht es ordentlich bergauf. Und wir haben noch 40 Kilometer.
Na. So, das wollte ich. Da links sehr schön die untergehende Sonne. Genau, also wo war ich? Ich habe gesagt, dass mir so ein bisschen das gute Rollmaterial fehlt, tatsächlich für richtig gute Videos, wenn man so möchte, angenehme Videos. Weil natürlich das ganze gute Rollmaterial, das ist halt von... von VR und 3D-Zug. Und von denen habe ich leider noch keine Loks. Was ich mir auf jeden Fall holen werde, ist warum werden wir denn nicht schneller? Wir werden immer langsamer. Die AFB nimmt aber ziemlich früh die Leistung weg, finde ich. Was ist, wenn wir das Ganze hier auf 65 einstellen? So, 60 dürfen wir hier sogar. Immer noch. Nicht sogar, sondern immer noch. Hier in Murnau. Oh, mit Restaurant. Können wir uns das irgendwie von innen mal angucken? Ah, das ist halt... da, das Restaurant. Also was ich mich auf jeden Fall noch irgendwann holen werde, sofern es in einem Sale verfügbar ist, ist im Köpitzer Bergland. Genauso wie die Strecke Konstanz-Villingen. Das sind natürlich die Strecken, die absolut Top-Klasse sind und gar kein Update erstens benötigen und zweitens haben die gescheites Rollmaterial mit dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also zumindest Konstanz-Hausach hat da eine 111, glaube ich, mit N-Wagen dabei. Konstanz-Villingen. Und im Köplitzer Bergland hat auch ein bisschen an Rollmaterial was dabei, also von daher... wird da noch, sofern es irgendwann mal einen Sale gibt und ich dann die Strecken im Sale bekommen kann, wird es da dann noch weitere Fahrten geben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Strecken im Train Simulator liebevoller ausgestaltet sind am Streckenrand als im TSV. Selbst ohne Update manchmal. Das liegt aber, glaube ich, so ein bisschen daran, dass durchaus vielleicht auch für die Erstellung einer Strecke im Train Simulator mehr Zeit zur Verfügung steht als im TSV, denn im TSV muss man halt viel mehr Zeit für den Streckenbau, für die Signale, für die Fahrzeuge, für die Bahnwürfe etc., glaube ich, investieren und hat dann gar nicht so viel Zeit, sich da nur großartig um die Szenerie außen herum zu kümmern. So, das Signal blinkt. Ich habe leider nicht gesehen, was es angezeigt hat. 60 anscheinend.
Aber okay, gut. Immerhin sind 1000 Hertz Magnete doch auf der Strecke verbaut. Das ist doch schon mal etwas Gutes zu wissen. Hier noch. Hier links die Kuh. Habt ihr es gesehen? Sehr schön. So, 60 sind erreicht. Wenn ich Geld noch habe hier hoch, wir sind ein bisschen zu schnell. Ordentlich zu schnell. Hier wird noch gebaut. Sehr schön. Wo sind wir hier? Uffing am Staffelsee. Wo ist denn der Staffelsee? Sieht man den hier irgendwo? Oh, weiter in Fahrt mit 60. Seht ihr einen See? Ich sehe noch keinen See. Da ist der See. So, ab hier vorne gelten dann 140. Dann können wir die AFB einmal hochstellen auf die 140. So. Und Leistung hoch. Ungefähr 50 kN pro Fahrmotor. Ich kann mir vorstellen, dass die Strecke auch gar nicht mal so schwer wäre im TSW, dass die im TSW gebaut wird. Immerhin ist ein großer Teil davon ja eingleisig. Das macht, denke ich, schon vieles deutlich einfacher, würde ich jetzt mal behaupten. Sowohl im Fahrplan als auch bei der Strecke. Aber gut, umso wichtiger ist natürlich die Szenerie. Apropos Szenerie. Schön, schön. Also sowas finde ich einfach schön. Also hier auf der Strecke Lokführer zu sein oder Lokführerin, das ist schon schön. Könnte man nicht nein zu sagen, oder? Gut, hier auf dem Bahndamm fehlt natürlich jegliche Form von Begrünung. Der sieht mehr so aus wie ein schlecht gebauter Transportfieber-Bahndamm. Also sprich wie jeder Bahndamm, den ich gebaut habe. Und ab hier die 140.
Leistung zurück. 140 schon mal einstellen in der AFB. Und Leistung wieder hoch. Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, dass die Weiche nach rechts abzweigend steht. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell, ne? So. Hundertvierzig gelten weiterhin. Ach, wäre das schön, wenn es die Strecke im TSW gäbe. Okay, ich sollte so viel aufhören. Ich sollte aufhören, hier so sehr von TSW zu schwelgen. Sondern mich einfach auf das konzentrieren, was hier zu sehen ist. Ja, auch sehr, sehr schön. Kleingarten. Ein bisschen Gemüse angepflanzt. Herrlich. So, wir haben noch 20 Kilometer vor uns, also schon mehr als die Hälfte der heutigen Fahrt hinter uns. Und in Tutzing haben wir da den planmäßigen Halt, wo wir dann heute allerdings entsprechend an nachfolgende MitarbeiterInnen abgeben werden. Also hier fehlt mir ein Zaun, ehrlich gesagt, an der Stelle. Das halte ich für ein bisschen sehr gefährlich. Oder etwas mehr Begrünung, also wirklich robuste, stabile Begrünung. Aber so ganz ohne Zaun, naja. Ich meine, ist hier rechts einer. Aber dass hier links keiner ist, das halte ich für Unfug. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu schnell, ne? Also die AFB ist halt echt nicht so AFB-mäßig drauf. So, Vorsignal ist grün. Okay, da scheint wohl eine 100er Einschränkung auf uns zuzukommen. Die wurde aber nicht vorangekündigt. Okay, wir haben langsam Fahrt zu erwarten. Wird natürlich bestätigt. Und zwar mit 60. Hier einmal vorbei am Bahnhof von. Weilheim in Oberbayern.
Stand ab hier 60. Da mit dem Gabelstapler fährt er dann noch rum. Ziemlich schnell ist er gefahren. Fast so schnell wie wir, also. Naja. So, 110, sobald unser Zugverband hier an dieser Tafel komplett vorbeigefahren ist. Also Leistung zurück komplett. AFB einmal hoch auf die 110. Genau. Und dann würde ich sagen, jetzt wieder Leistung hoch. Wir sind auch nicht mehr eingeschränkt durch die PZP, also volle Kraft voraus. Während wir hier langsam in den Sonnenuntergang hineinfahren, beziehungsweise aus dem Sonnenuntergang praktisch hinausfahren, der Sonnenuntergang ist ja hinter uns, wenn man so möchte. Tennisplatz, herrlich. Sehr schön. Hier ein paar Mitarbeiter, die sich da gerade ausruhen. Geht mal Feierabend machen um diese Uhrzeit, meine Güte. Wobei, viele MitarbeiterInnen der Bahntechnik sind ja tatsächlich eher nachts oder abends am Arbeiten, weil da tendenziell weniger los ist auf den Schienen. Das darf man nicht vergessen, dass die in der Nacht praktisch für uns arbeiten, damit es tagsüber nicht komplett im Chaos endet. Wilshofen. Das will ich auch rufen. Weiterhin 110 erlaubt. Okay, und Zing ist nur noch 8,5 Kilometer von uns entfernt. Parkür. Ein paar Felder. Alles sehr idyllisch gehalten, sehr landwirtschaftlich. Da wird wieder gearbeitet. Ein bisschen Forstwirtschaft. Hier die Heuballen aufgerollt. Da im Hintergrund haben wir noch die Berge. Da sind wir, glaube ich, mehr oder weniger, ja, die Strecke haben wir zurückgelegt. Da sind wir hergekommen.
einmal durch die Ortschaft durch. Die Ortschaft, die da heißt, steht hier nicht. Wird auch gearbeitet, der Bagger. Ja, die Strecke ist, glaube ich, auf so einem Stand, so Pi mal Daumen, so 2013, 14, so würde ich mal behaupten. Vielleicht 2015. Das sieht heute bestimmt in einigen Teilen etwas anders aus. Vielleicht ist ein bisschen mehr von der Strecke zweigleisig ausgebaut. Vielleicht, ich weiß es allerdings nicht. Hier ein bisschen Fachwerk. Also mit der 120 werden wir auch bestimmt häufiger noch unterwegs sein. Wie gesagt, aufgrund der aktuellen Armut an Rollmaterial wird es wohl darauf hinauslaufen. Aber das ist okay. Also ich habe zwar jetzt auch den ICE zum Beispiel, den ICE 3, den ICE T. Und zwar aber die DTG-Varianten. Diese, also das können wir machen, aber ehrlicherweise, die sind nicht besonders schön. Die sind, glaube ich, ganz gut geeignet, um irgendwo an der Seite zu stehen, um ein Gleis zu füllen, aber nicht um selbst darin zu sitzen. Also das ist absolut ohne jeglichen Vergleich zum TSWO. Wir sind viel zu schnell. So, das Signal blinkt, das KS-Signal. Und wir sind auch schon fast in Tutzing angekommen. So, 85 sind unterschritten. Ist das schon Tutzing? Ja, in einem Kilometer erst. Achso, das ist nur. Das sind nur ein paar Sonnenstrahlen gewesen. Und wir haben halt zu erwarten. Baukräne im Sonnenlicht. Steht da oben einer? Moment, das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Wobei, das können wir uns eigentlich auch jetzt angucken. Das würde mich mal sehr interessieren. Da steht tatsächlich einer. Guckt euch das mal an. Witzig. Das ist doch ein schöner Screenshot, oder? Der wirkt zwar ein bisschen klein, so für die Plattform hier, aber... So, einmal rüber. Ich glaube, wir passen sowieso nicht ganz an den Bahnsteig, aber naja. So, 500 Hertz Magnet. Da ist er. Weg da. Wir fahren auf jeden Fall bis ganz vorne ran. So, dann Taste T wie Türen und, ach schau an, wir passen sogar komplett drauf, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann verabschiede ich mich ganz herzlich von euch.
Gut gemacht, Sie haben das Ende dieses Schnelles-Spiel-Szenarios erreicht. Dieses Schnelles-Spiel-Szenarios. Naja, genau. Ich bedanke mich, ich verabschiede mich, macht das gut und ja, hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.